Okay, wir schauen uns noch mal das Hotel an. Da ist schon ein Viech, das mich killen wird. Oh! Hui. Nice, nice. Ich bin sowas von unterpowered. Vielleicht hätte ich mich direkt den Berserkern anschließen sollen. Vielleicht hätten sie mir was gegeben. Was haben wir hier im Dach? Da war doch was. Riesen Metallschrottbehälter. Okay, Metallschrott. Dort finden wir. Genau das passt zu uns. Genau das sind wir. So, irgendwo war da ein Bösewicht. Hier ist er. Oh boy. Der hat uns getuschattet. Das ist kein guter Fight für mich. Ich versuche mein Glück. Habe ich hier wirklich nichts drin? Oh, das Kloberbier. Das nenne ich Luxus. Kein Problem mit einer Granate umzubringen. Da habe ich genau eine. Hey Mann. Radio. Vielleicht fighten die zwei. Nein? Die gehen zusammen. Ich bin zu. Useless. Useless. Absolutely useless. Ja, Metallschrott und die echt coole Spielzeugautos sind es total wert. Oder das sanfte Klopapier. Wir werden wahrscheinlich einfach abhauen wieder. Das war kein Klopapier. Eine Metallschrottrunde und abhauen. Gibt's ja nicht, dass jeder Gegner einfach stärker ist. Und die sind so zufällig verteilt. Die Anfangsschwierigkeiten in Elex. Mal nicht sofort auf die Fresse bekommen. Oh, Metallschrott vor mir. Gefühlschaos. Das ist doch die LC. Okay, nein. Zahn um Zahn. Nein, wo ist er? Ray, okay. Ja, das ist nur ein Katzensprung. Wenn ich in den Vollkoffer springe. Kann ich mir was braten? Hey! Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Okay. Oh, mach mal wieder ein Schnellspeichern, bevor ich wieder sofort verrecke beim ersten Gegner. Alex, warum bist du so anfängerfeindlich? Wegrennexperte Jax. Hast du Loot für mich? Warum kann ich seine Ausrüstung nicht tragen, einfach? Die einzigen Gegner. Oh, sie rollt runter. Oh. Pfeile. Die werden wir gleich wieder verkaufen. Weil ich auf jeden Fall keinen Bogen mehr kaufen kann. Das war Schrott. Bolzen. Nein. Keine Bögen. Wir werden alles in Granaten investieren. Schaue ich zu dem Haus rüber. Es ist eine Ratte. Ah. Nein, geschüchtert.
Wir probieren's. Ich bin aus der wieder voll. Eieiei. Oh. Ja, ein einfacher Rattenkampf ist schon zu viel verlangt. Immer schön hupfen. Na geht doch. Wir haben es geschafft. Der Bossfight gegen die einfache Pelzratte. Ein Speer ist wahrscheinlich auch nur eine Waffe und kein einzelne Wurfen. Hat sich das ausgezahlt? Ich kann was essen zur Heilung. Und schau, ob der Speer eine Waffe ist. Ich meine, es ist ein Speer. Es sollte eine Waffe sein. Speer? Speer, Munition, ja. Oh, ob die was am Haus oben versteckt haben? Nein, einfach nichts. Kaktusfrüchte sehe ich. Wahrscheinlich kann man die auch nicht looten. Das schaut nach einem fetten Gebiet aus. Da brauche ich es nochmal gleich probieren reingehen. Was waren das für Viecher? Ich meine, ich kann raufhupfen, looten, aber... Oh! Minen. Es gibt Minen in dem Spiel. Oh, die Konzentration für diesen einfachen Bosskampf ist eine Frechheit. Oh, es gibt Minen in dem Spiel. Es ist so ein einfaches Spiel. Deswegen spiele ich es. Ich spiele gerne die einfachen Spiele. Oh, ich muss speichern. Und mir wieder Fleisch runterwürgen. Die kann ich nochmal gleich in den Quickslot hauen. So viel Heilung, wie ich brauche. Oh. Wo ist mein gebratenes Fleisch? Da, Quickslot. Rohes Fleisch, Setzer Brot. Das war nur der Speer. Der dritte Tod dieser Episode. Okay. Es gibt Minen und wir können reinlaufen. Das Raufrennen versuchen zum Turm da. Probieren wir es. Warum nicht? Ich habe Lust zum Erkunden. Die Erwartungen sind gerade nicht so hoch. Keine Gegner. Habe ich Glück? Ich habe eine Granate, mit der ich was machen kann.
Oh, Mine. Bis auf drüber hupfen weiß ich sowieso nicht, was ich mit den Minen machen soll. Können da drauf klettern. Wir probieren einmal Weltraum darum gehen. Irgendwas. Tower Alpha 1, die Übung beginnt jetzt. Tower Alpha 1, Abbruch, Abbruch! Seid ihr alle komplette Idioten? In einem Ernstfall wird der Feind mit euch den Boden wischen. Wow, 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 was war das für ein Glitch? Leiter benutzen. Oh, das wird ein langer Weg. Das wird ein langer Weg. Ich werde am besten gleich runterhupfen in die Mine. Ja. Können wir über Elex 2 reden. Bis auf einen kurzen Trailer habe ich nichts gesehen. Aber ich werde mich wahrscheinlich entscheiden, Elex durchzuspielen. Horizon hätte auch Bock gemacht, aber ohne PS5, weiß nicht, ob mich das schert. Meine PS4 ist schon ziemlich alt. Die wird irgendwann einmal abkratzen. Was haben wir hier? Sprengraketen. Ist ja nicht so es. Darauf, schaffe ich es darauf. Selbstmord schaffe ich. Das geht gut. Sehe ich da oben irgendwas, das Loot? Ich sehe nichts. Okay, wir hopfen runter. Aber Elex 2 ist jetzt das einzige Playthrough, was geplant wird. Das ist sowieso Playthrough-Zeit. Und ich werde wahrscheinlich ja mit dem kleinen, unbekannten Spiel Elex, das ein bisschen unbekannter ist als größere Sachen, was viele andere YouTuber machen, beginnen. Und mich mehr und wie. Oh! Oh, die Rolle. Nein! Nein! Wow! Oh. Oh. Ich bin nicht bereit für dieses Spiel. Weg in die Wüste. Oh, bist du deppert? Ich zeige auf den Minen-Dodge, bin ich stolz. Oh, schau! Einen Tower. Den will ich doch locker schaffen. Ha, 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 ha. Irgendwelchen Gegner. Das schaut nach einem gefährlichen Gegner aus. Loot. Sprenggranate. Oh. Ich. Mist. Ich tu dir nichts. Ich will doch nur looten. Ich tu doch nichts. Greifen Sie an. Ja. Bin wahrscheinlich One-Shot, wenn die mich mit ihren Schuss treffen. Oh, das sind viele Gegner. Probieren wir ins Haus rauf. Probieren wir es. Wenn ich den Sprung da drüber schaffe. Komm schon, Mann. Oh. Irgendwas am Dach, bitte. Nein. Monster. Quick Save das Spiel. Wenn ich Horizon gespielt habe. Triff mich nicht. Wie komme ich hier rein? Nur unten. Komm schon. Da wird es doch irgendwo einen Eingang geben, der sicher ist. Irgendwo. Wirklich. Wo ist der Eingang?
Probieren wir es. Nein, wir probieren es nicht. Wow. Ich sterbe. Ich sterbe nicht. Wir nehmen meinen Stolz und hauen ab. Nein. Böse Ratte. Ich versuch's gleich, ob ich's mit dir aufnehmen kann. Schaut euch dieses Leben an. Vielleicht finden wir wieder einen Schlafsack. Ich hab grad keine Lust, das heilen. Das zu heilen mit. Ach, schon wieder eine Ratte. Oder schlimmer. Ich bin nutzlos. Und ich werde mir als erstes Granaten kaufen. Irgendwas hier. Kann ich hier nicht nochmal was tun? Wie lesen? Nein. Nichts. Nichts. Nicht mal Loot. Okay. Weiter der Straße entlang. Ist ja nicht so, als wäre ich kurz vom Verkratzen. Verkratzen! Können wir die Heilpflanze reinwürgen? Das ist keine Heilpflanze, das ist nur eine normale Pflanze. Okay! Ein fetter Abgrund. Das schaut nach einem Proditenlager aus. Ich sehe da schon Monster. Radioaktiv. Wow. Irgendwo ein Weg, wo ich nicht sofort sterben werde. Oh, immer schön auf der Straße bleiben anscheinend. Der Weg in die Wüste. Ganz locker. Wir haben eine Granate gefunden. Das ist das Beste, was wir so in der Zwischenzeit gefunden haben. Nein, Mann, ich will nicht kämpfen. Oh, wow. Okay. Dann bin das links, da ist auch schon... Na, das ist kein Viech. Das ist ein Viech. Das sind drei von denen. Das ist ja nicht so, als hätte ich irgendeine Chance. Da ist ein Radioturm, direkt vor der Stadt. Das ist kein Radioturm. Da war schon irgendein Viech drinnen. Was ist es? Diese Viecher. Keine Chance. Geldbeutel, Zackensperre. Direkt eine Mine, dort wo ich. Oh wow. Ob ich die Viecher in die Minen locken kann? Was ist das wert? Das ist nicht wert. Aber ich bräuchte auch unbedingt ein Bett zum Schlafen. Ich glaube nämlich, da war gleich ein Anfangsfight. Ah, essen wir halt was, bis ich ein bisschen Heilung bekomme. So. Das ist der Eingang. Ich bin so unterpowered. Mine, 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 Monster, Monster, Monster. Ich hoffe, die richtige Arme eines Monsters. Schaut's mir nicht an. Oh. Oh, Chucks, die Bestie. Man merkt's. Was für eine Bestie. Da würde ich auch Angst bekommen. Hey, Jungs, seid ihr hier zufällig Händler? Wache, wache, wache. Ich glaube, das ist ein Händler. Reisender Händler. Fremder, wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. Klingt vertrauenswürdig. Alles, was dein Herz begehrt.
Zahnax, Handgranate, Schrotschild. Okay. Oh. Es sind so. Brauche ich wirklich alles gelevelt in diesem Spiel? Mechanikermütze. Oh. Gib einfach her die Granaten. Wie viele pro Stück? Ai. Oh. Okay. Den Rest verkaufen wir das nächste Mal. Ja, mit den Handgranaten. So, Handgranaten, Johnny. Wo bin ich? Wo sind die? Da sind sie. Ich glaube, die müssen wir manuell ausrüsten. Hey, könnte deine Hilfe gebrauchen, schon von Anfang an. Keine Minute zu früh. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Wer ist wir? Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl namens Wyatt. Der Hund hat hier im Fort einige meiner Steckbriefe verteilt. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche mit Wyatt und du bleibst in der Nähe. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen wir eventuell Probleme. Also pass auf. Sollte ich schnell speichern? Los, los! Bin ich schon da. Müssen wir erst Geld zahlen? Wie kommen wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land? Wenn du dich im Fort frei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Hier sind die Splitter. Alles klar, dann geh mal durch. Gib mir einen groben Überblick über das Fort. Was willst du von mir? Du sollst mir sagen, was ich über das Fort wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Also, wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Fort in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter. Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke. Und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit. Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Das reicht, danke. Ja, ja, du mich auch. Mach schon. Ich habe all mein Geld verloren. Die Granaten. Outlaw, okay. Wyatt, der Mistkerl, ist da drüben. Gut, ich gehe mal rüber. Okay, aber sei vorsichtig. Was willst du? Du musst der Kerl sein, der hier überall Steckbriefe verteilt. Ach ja? Sagt wer? Nun, ein ziemlich übler Bursche namens Ray. Ah ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Bist du jetzt sein neuer Bodyguard oder was? Ist ein Job, wie jeder andere hier. Das ist ja entzückend. Und wann kommt die Stelle, wo du mir erzählst, was das mit mir zu tun hat? Es heißt, du verteilst die Steckbriefe. Ray soll angeblich eine stattliche Summe einbringen. Bau jetzt bloß keinen Scheiß, Mann. Du siehst nicht so aus, als ob du Spaß verstehst, was? Tja, zahlt dir der Penner überhaupt was dafür, dass du dich hier für ihn zum Affen machst?
Aber gut, ich will keinen Ärger mit dir. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder, okay? Wer hat dich damit beauftragt? Das ist ja niedlich. Nee, wenn ich dir das erzähle, kann ich gleich meinen eigenen Namen auf die Steckbriefe schreiben. Wie viele Steckbriefe hast du noch? Nur noch einen. Und den gibst du mir jetzt? Ich weiß nicht, ob... Ich könnte dir natürlich auch die Fresse polieren. Und dann gibst du mir den Steckbrief. Schon gut, schon gut. Bevor wir zwei Ärger kriegen, gebe ich dir das Ding lieber gleich. Wer hat die restlichen Steckbriefe? Jeder, der sich zutraut, eine Ratte wie Ray zur Strecke zu bringen. Du bist also nichts weiter als ein unwichtiger Mittelsmann. Wenn du das sagst? So, und jetzt verziehe ich mich, wenn's recht ist. Also, schönen Tag noch. Rays Steckbrief ist mit Big W unterschrieben. W wie Wyatt. Klingt ja großartig. Ist dir das ganz alleine eingefallen? Ha, du glaubst echt, ich hätte den Steckbrief geschrieben? Du hast doch keine Ahnung, Mann. Verschwinde endlich. Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Nee, kein Blondunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß sie schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals. Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln. Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung! Keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Also, was sagst du? Ich schätze, dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Wow, das hört sich doch nach Zuversicht an. Und das von einem Eisklotz. Scheinbar hatte mein Bruder recht. Hinter eurer Fassade seid ihr offenbar doch ganz normale Menschen. Okay, dann sag mir, wo ich hinkommen soll und ich bin da. Ich habe da ein Lager in... Ja, ja, ich weiß schon, wo du deine Klamotten parken würdest. Du hast mich beobachtet? Hey, du bist meine beste Option. Da lohnt es sich, informiert zu sein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Du hast einen Bruder? Ja, Tom ist alles, was mir von meiner Familie geblieben ist. Ist er auch so eine Marke wie du? Fast, bis auf die Tatsache, dass Tom öfter mal in der Scheiße steckt. Und ich ihn jedes Mal wieder raushauen muss. Mitkommen. Sicher doch. Mitkommen. Outlaw. Ist das Wyatt? Outlaw. Outlaw. Gemischtwarenhändler. Gehen wir später vorbei. Oh, sorry, ich wollte nicht schauen. Ups. Wie peinlich. Wyatt. Da waren wir schon. Da haben wir einen Big Boss. Outlaw. William. Na großartig. Noch einer, der glaubt, bei uns gäbe es was umsonst. Du hast Glück, dass du kein Berserker bist. Die haben mir schon mehr als genug Ärger gemacht. Genau wie die verdammten Kleriker.
Ich habe nicht vor, Ärger zu machen. Das will ich auch hoffen. Wir haben mit den anderen Fraktionen schon genug am Hals. Berserker, Kleriker. Die einen kommen von vorne und die anderen von hinten. Und alle wollen sie uns an die Wäsche. Die einen brauchen Männer und die anderen wollen unser Land. Die Kleriker wollen eure Männer? Natürlich. Die Kleriker haben doch totale Nachschubschwierigkeiten, was neue Rekruten angeht. Wusstest du das nicht? Aber dass sie unsere Männer kriegen, können sie vergessen. Wer glauben die denn, wer ich bin? Ich bin William. Ich gehöre zur Familie des Dukes. Mir gehört der verdammte Laden hier. Wer nicht tut, was ich sage, landet schneller in der Schlucht, als ihm lieb ist. Denk daran, wenn du hier bist. Was müsste man tun, wenn man bei euch mitmachen will? Nicht so hastig, Grünschnabel. Wen wir hier ins Fort aufnehmen, entscheide immer noch ich. Wenn du hier mitmachen willst, musst du mir erstmal deine Loyalität beweisen. Tu einfach alles, was ich dir sage. Beweise, dass du erfahren genug für den Job bist. Und vielleicht gebe ich dir einen Platz in unseren Reihen. Ach ja, du solltest natürlich auch nicht mit den anderen Gemeinschaften, wie den Klerikern, den Berserkern oder den Separatisten paktieren. Letztere sind besonders gefährliche Gesellen. Du weißt doch hoffentlich, von wem ich rede. Ja, natürlich. Separatisten sind die ausgestoßenen Alps, die in den Ländern der freien Menschen ihre eigenen militärischen Ziele verfolgen. Ja, genau. Jetzt verstehen wir uns. Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Wenn hier jemand Scheiße baut, dann regel ich das schon. Du solltest dich also lieber gut mit mir stellen. Apropos gut stellen. Du könntest direkt mal damit anfangen. Ich habe ein Problem, bei dem ich einen Außenseiter gut gebrauchen könnte. Wofür brauchst du meine Hilfe? Ich brauche jemanden, der unbekannt ist. Jemand, den die Hauptmänner hier im Lager nicht auf dem Radar haben. Einige der Hauptmänner sind unzufrieden. Und ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Wegen der Hauptmänner? Wer sind sie? Es geht um Big Jim, den momentanen Meister der Arena. Chloe, sie führt das Vergnügungsviertel hier im Fort. Und um Mad Bob, er nennt sich selbst der Müllbaron. Bei ihm solltest du aufpassen. Er hasst es, Mad Bob genannt zu werden. Sprich ihn also besser nicht auf diesen Namen an. Ach ja, und Blake nicht zu vergessen. Er ist auch einer unserer Hauptmänner, aber er ist loyal. Mit ihm haben wir keine Probleme. Was hat Chloe getan? Chloe zahlt ihre Abgaben schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Ich brauche jemanden von außen, der sich darum kümmert. Die Leute haben Angst, dass Chloe sie nicht mehr in ihren Laden lässt, wenn sie ihr krumm kommen. Aber du bist keiner von uns. Bei dir sollte das kein Problem sein. Ich will, dass du zu ihr gehst und herausfindest, warum sie nicht mehr zahlt. Wenn du das nicht hinkriegst, dann sorge wenigstens dafür, dass sie ihre ausstehenden Schulden bezahlt. Was ist mit Blake? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Blake ist der einzige Hauptmann des Dukes, der hier keine Probleme macht. Der kümmert sich oben um seine eigenen Angelegenheiten und tut, was man ihm sagt. Das, was ich mir hier von allen wünschen würde. Was ist mit Big Jim? Big Jims Ventil ist völlig kaputt. Er hält sich für den Allergrößten. Nur weil er es schafft, jeden in der Arena zu besiegen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass er behauptet, eines Tages auch den Duke zu besiegen. Anscheinend will er sich das Fort unter den Nagel reißen. Aber ich sag dir was, er ist gar nicht so stark, wie er tut. Ich könnte wetten, dass die meisten sich freiwillig von ihm besiegen lassen, weil sie Angst vor ihm haben. Ich will, dass du gegen ihn antrittst. Ich will, dass du für den Duke kämpfst und Big Jim in seine Schranken weist. Damit er merkt, wo er hingehört. Wo ist das Problem mit Mad Bob? Mad Bob? Ja, der ist ein Fall für sich. Also die Fakten sind die. Er liefert nicht mehr. Er ist Oberaufseher für unsere Schrottlieferungen. Aber es kommt kein Schrott mehr an und ich weiß nicht warum. Dann frag ihn. Du musst verstehen, so einfach ist das nicht. Bob ist ein lieber Kerl, aber er kann... Naja, du wirst ihn kennenlernen. Ich befürchte, dass er nicht mehr liefert, weil niemand mehr für ihn arbeiten will. Wenn du es schaffst, dass Mad Bob wieder liefert, verspreche ich dir eine fette Belohnung. Ich kümmere mich um deine Hauptmänner. Das wollte ich hören. Wenn du dich um alle Hauptmänner gekümmert hast, würde ich es in Erwägung ziehen, dich bei uns aufzunehmen. Und eine dicke Belohnung für dich gibt es natürlich auch. Der Duke vergisst niemanden, der ihm loyal gegenübersteht. Komm wieder zu mir, wenn du gute Nachrichten hast. Ich mag neugieriges Pack nicht. Ja, lauf nur!
Ups. Er hat auch einen Jetpack. Okay. Gehen wir Richtung Mad Bob. Mad Call. Mad Jet Bob. Oh. Den Autos kann hier stellen, oder? Willst du wissen, was ich im Müll gefunden habe? Nein, du findest doch nie etwas braucht. Müll hast du im Müll gefunden. Das Geschäft stinkt. Also halt dir die Nase zu. Hey Mann. Hey. Jump, weißt du, wer ich bin? Nein, natürlich weißt du nicht, wer ich bin. Also frage ich mich, wo ist das beschissene Schild, auf dem steht, hey, quatsch mal diesen Typen an? Da hinten. Ah, ein Komiker. Die habe ich immer gern zu Gast. Wo war noch mal der letzte Vogel, der sich einen Spaß auf meine Kosten erlaubt hat? Ach ja, ich habe ihn in ein Fleischkorsett gesteckt und in der Arena vor unseren Hunden tanzen lassen. Wir haben uns köstlich amüsiert. Das Geschrei und Gezappel. Schade, dass du es verpasst hast. Trotz alledem bleibt die Frage offen, was du hier im Fort willst. Wenn man mich fragen würde, und die meisten sind klug genug, das nicht zu tun, wäre meine Antwort, dass du ein Niemand bist. Und als Niemand willst du sicher, wie wir alle, einen Platz an der Brust vom Duke haben. Nur um dich festzusaugen wie eine Zecke, um den letzten Tropfen Milch aus ihm herauszupressen. Und glaub mir, es ist gute Milch, die er uns zu trinken gibt. Sehr cooler Typ. Was tust du hier? Weißt du, Bomben bauen ist eine große Kunst. Und wie jeder Künstler brauchst du das richtige Werkzeug. Der Maler braucht einen Pinsel, der Steinmetz einen Meißel, wir aber brauchen das Metall. Also kratzen meine Jungs alles zusammen, was sie auftreiben können. Unseren Bombenbastlern soll ja nicht das Futter ausgehen, darum sorge ich dafür, dass es pünktlich zur Stelle ist. Wer genau bist du? Ich bin jemand, der begriffen hat, dass Zivilisationen nichts wert sind. Ich bin jemand, der das Metall dem Fleisch vorzieht. Der Bluthund, den man nicht von der Kette lässt. Kurz gesagt, ich bin der Müllbaron, das Oberhaupt der Schrottsammler. Normen Typ. Daher der Geruch. Ah, ein zweiter Versuch, mich zum Lachen zu bringen. Du hast wirklich Potenzial, Kleiner. Weißt du? Mein Vater war auch ein Komiker. Er gab mir mal den Rat, dass, wenn dich etwas nervt, du es loswerden solltest. Und daraufhin hat er meinem Hund eine Kugel verpasst. Sein Lachen liegt mir noch heute im Ohr. Was ich dir damit sagen will, ist, dass du nur die richtige Bühne und das richtige Publikum brauchst. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, tu dir selbst einen Gefallen und lass die Finger von meinem Zeug. Schlag von mir aus ein paar Köpfe ein, amüsier dich mit einer Hure. Aber wenn du deine Taschen mit meinem Zeug füllst, würde mich das wirklich kränken. Hör besser auf das, was er sagt. Oh. Woher bekommt ihr das Metall? Die Ruinen der alten Welt sind unsere Fundgrube. Ich entsende meine Ratten dorthin und lasse sie mit ein paar Granaten jonglieren. Sehr effektiv, wenn man ein paar Viecher aufschrecken will, um an den rostigen Schatz zu kommen. Ratten? Meinst du deine Männer? Ratten, Männer. Was macht das schon für einen Unterschied? Hast du auch Arbeit für mich? Deine Taschen müssen verdammt leer sein, wenn du mich um Arbeit bittest. Die meisten meiden mein kleines Theater. Dabei biete ich meinen Leuten eine gute Show, wenn einer von ihnen versagt hat. Wenn du also nicht ziellos wie eine räudige Töle in den Gassen betteln willst, hör mir gut zu. Ich biete dir an, unsere neu gewonnene Freundschaft zu festigen. Dafür musst du mir lediglich ein paar Gefallen erweisen. Wegen der Gefallen? Womit soll ich beginnen? Für den Anfang eine unbedeutende Kleinigkeit. Meine Leute graben die Ruinen auf der Insel im Süden nach allem möglichen Zeug um. Unter anderem auch jede Menge Altmetall, aber irgendetwas scheint sie am Abtransport zu hindern. Wenn sie aber nicht liefern, weiß ich nicht, wofür ich sie bezahle.
Geh also der Sache nach und sorge dafür, dass meine Rechnung aufgeht. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Oh, nipp. Oh, werden wir noch wen kennen? Schauen wir, ob wir noch wen kennenlernen. Ein Bett, da kann ich sicher drin schlafen, bis es wieder regnet. Mittagsstunde. Bitte kein Regen. Kein Regen, gut, gut. Ich meine, wir sind in der Wüste. So, wir machen jetzt einen großen Bogen nach links. Und reden nicht mit der Ratte. Mit dem werden wir uns nachher noch begegnen. Ich habe spezielle Pläne für die Ratte. Ganz spezielle Pläne. Nur für ihn. Ganz, ganz speziell. Das wird dann interessant. Was ich mit der Ratte mache und vorhabe. Hey Mann. Dein Gesicht kenne ich nicht. Hältst du zu Baxter oder Logan? Wer ist Logan? Du weißt nicht, wer Logan ist? So heißt der Duke. Du hast doch nicht geglaubt, dass der Duke wirklich nur der Duke heißt, oder? Wer ist Baxter? Du bist wirklich nicht von hier, was? Baxter, der Blutige. Er hat dieses Lager hier gegründet. Man sagt, er habe über ein Dutzend Schakale mit bloßen Händen getötet. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Fort hier vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Baxter. Interessant. Nicht viele hier haben den Mumm zuzugeben, dass sie zu der alten Riege gehören. Du lebst gefährlich, mein Freund. Also, was möchtest du? Erzähl mir mehr über Baxter. Niemand weiß, wo er ist. Er ist überall, hat überall seine Ohren und überall seine Männer. Wenn du dem Blutigen begegnest, solltest du um dein Leben fürchten. Wenn er dich finden will, dann findet er dich auch. Du wärst gut beraten, nicht mehr über ihn herausfinden zu wollen. Erzähl mir mehr über den Duke. Er ist jetzt der Boss von's Ganze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen. Apropos dem Duke krumm kommen. Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. War ja klar. Was meinst du denn damit? Hast du zu viel zu tun oder was? Es würde sich für dich lohnen. Lass es mich erstmal erklären. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Wie war das mit Komm dem Duke nicht krumm? Hey, wenn du die Granatenkisten nicht für mich klauen willst, musst du das nicht machen, okay? Ich zwinge dich zu nichts. Aber nur für den Fall, dass du es doch machen willst, sag mir Bescheid. Wir machen's. Wegen deiner Granatenkisten. Hast du dir überlegt, ob du sie für mich klauen willst? Ich werde sehen, was ich tun kann. Gute Entscheidung. Also, bring mir die drei Kisten und dann kannst du dir deine Belohnung aussuchen. Alles klar? Klar. Alles klar. Wir machen das gleich. Und dann ist die Folge vorbei. Okay, wo sind wir? Oh boy. Steckbrief, Brüchtige, Name der Familie gefallen, Mittelbaron, Schrottlieferung, Granatenlieferung, bam. Kann ich da reingehen? Wahrscheinlich nicht. Oh, ich kann reingehen. Du hast hier keinen Zutritt. Kluge Entscheidung. Okay. Gehen wir Granaten holen als erstes gleich. Oh, ich weiß, dass ich Granaten als Belohnung bekomme. All I ever wanted.
Und wir werden versuchen, den Duke aus dem Weg zu gehen. Yep, gute Landung. Was willst du von mir? Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab. Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps, ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Und jetzt sprich, was willst du von mir? Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist. Jo. Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werken. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Hey, frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten? Eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Nein. Jo, dann mach das doch mal. Vielleicht verrät er es dir ja. Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... Ach, eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Was ist deine Geschichte? Och, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bums, sitze ich hier unten in der Tinte. Schon mal an Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Ohne Schutz. Yep. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. Ja, verstehe ich. Oh. Kann ich einfach nehmen? Kann ich das einfach nehmen? Oh, wow. Großzügig hier. So, wo geht's denn meine Granaten? Hier oben anscheinend. Wo ist mein Granatenlager? Hier. Wer ist das? Lagermeister. Da haben wir eine Werkbank, die habe ich auch noch nie benutzt. Schlafsack. Ruhe! Wo sind die Granaten?
Das ist der Lagermeister. Nicht blind. Oh, hier ist eine Fackel hier. Lass jo. Dir ja nicht einfallen, etwas aus dem Lager zu klauen. Ich bin dafür verantwortlich und wer sich dort vergreift, bekommt meine Waffe zu fressen. Alles klar? Ich brauche eine bessere Rüstung. Das überrascht mich nicht. Das Zeug, was du da anhast, schützt ja nicht einmal vor einem Fliegenschiss. Merk dir einfach, je fetter die Rüstung, desto fetter der Einsatz, den du dafür erbracht haben musst. Okay, wo sind die Fackeln? Fackeln. Ah. Jo, Mann. Schau mal weg. Der steht doch direkt da. Keine Chance. Können wir mal an die Werkbank gehen. Bis er wegschaut. Just the Dukes, Fernkampfwaffe. Tränke! Oh. Oh. Wo sind die kleinen Tränke? Heiltrank. Davon verstehe ich nichts. Davon verstehe ich nichts. Oh je. Was anderes hier? Amulett des Banditens. Baustein. Nein, ich verstehe sowieso nichts. Ach komm schon, kannst du nicht weggehen? Zeig mir deine Waren. Naja. Irgendwas für meine Brust. Konstituiert. Ich kann alles nicht tragen. Oh. Das könnte sich auszahlen. Das kostet viel. Er rennt genau da drüber. Wirklich? Wirklich jetzt? Wow. Komm schon, Mann. Will ich doch weg von den Granaten. Na, das hört doch jeder, wenn ich die Sprachaufnahme nehme. Sie wissen doch, General. Ein Gefallen für einen Gefallen. Wir haben Ihnen die ZAAU gegeben, aber die Forschungsergebnisse lassen auf sich warten. Ah, wir klauen die Granaten, wenn die Folge vorbei ist.